Glück auf, meine Kumpel Malocha. Ja, heute Glück sind auf. Wir hier am Start mit Marco. Genau, hallo. Hi. Ja, wir gucken uns heute einfach mal den Schalke-Tag an. Wir sind sehr, sehr früh da, sehr, sehr gut über die Autobahn gekommen. Wir sind ja aus Aachen angereist. Ja, ne, eine Stunde sind wir gefahren, ja. Sehr, sehr cool. Ja, schauen wir mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Zuerst haben wir uns das Freundschaftsspiel der U19 angeguckt gegen Twente Enschede. Hier machen die Jungs zur Vorbereitung ein 5 gegen 2. Der Mann da mit den austrainierten Oberschenkel ist Keke Top. Hier gibt es noch ein Schusstraining, da habe ich ein bisschen was für euch mitgefilmt. Schöne Schussszenen und ein paar Paraden. Und dann geht's jetzt auch gleich los mit dem Spiel. Hier sind wir live im Spiel. Ton ist ein bisschen bescheiden, da Schalke einen Helikopterflug über die Arena angeboten hat und der Start- und Landeplatz direkt daneben ist. Ja, hier landet der Hubschrauber. Ist also im Prinzip direkt daneben gewesen. Und da konntet ihr über die Arena fliegen. 5 Minuten, 45 Euro, war mir ein bisschen zu teuer. Gäbe es natürlich aber mega die Aufnahmen. Vielleicht nächstes Jahr. Wir sind eigentlich überall gewesen. Hier war die Bühne, wo auch Spieler vorgestellt wurden, wo es Musikprogramm gab. Ihr seht, wie voll es gewesen ist. Und ich glaube, hier waren wir noch relativ am Anfang. Und dann sind wir zu den Spielern gegangen. Da kamen die runter. Wir hatten eigentlich einen relativ guten Platz, da wir relativ früh da gewesen sind. Oder was heißt früh? Perfekt getimed haben wir uns da hingestellt, als die Schlange noch nicht so groß war. Kommen die Spieler alle runter, Betreuer, Verantwortliche. Leider war Azar und Kramer, die auch hier in diesem Zelt Autogramme verteilt haben, Fotos gemacht haben, zum Zeitpunkt, wo wir dann da gestanden haben, noch nicht da. Die sind dann später dazugestoßen. Und ja, hier müssten jetzt gleich die ersten Spieler auch zu sehen sein. Die waren eben ganz oben zu sehen. Kommen ein paar Betreuer, ein paar Leute vom Sicherheitsstaff und jetzt kommen die. So, da haben wir Yoshi da, unser Kapitän, Dani Lazza, Kaminski, Tom Kraus, mit dem habe ich ein Foto gemacht auf Instagram, könnt ihr mal abchecken, Matriciani, Bülter, Lee ist auch am Start. Und da ganz hinten Ralf Ralle Fährmann. Sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht, muss man wirklich so sagen. Und hier sind die Jungs fleißig am Unterschreiben. Die haben sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen. Man konnte auch mit ihnen Fotos machen. Na, wirklich sehr, sehr fannah. Hier seht ihr das Ganze nochmal von oben. Da sind wir oben hingegangen, haben uns ein bisschen ausgeruht auf der Treppe da, weil war richtig heiß an dem Tag. Dann haben wir auch ein bisschen was von innen gesehen, durften leider nicht zu viel filmen, aber dank netten Kontakt haben wir die VIP-Lounge gesehen mit dem Ausblick auf die Arena. Und jetzt kommt die Mannschaft bzw. die Abwehrspieler, die vorgestellt werden. Ich habe den Einlauf mal ein bisschen beschleunigt, die kamen echt langsam raus. Zurückblicken und sagen, boah, da war ich dabei. Und das war mein Anfang. Ja, beim S0. Dann habe ich mich an die Torwand getraut. Ich war wirklich sehr, sehr schlecht. Hier seht ihr dreimal oben. Mhm.
Den Tag abgerundet haben wir mit dem Auftakt in der Regionalliga unserer U23, unserer Reservemannschaft, wo unter anderem Sidi Sané und Justin Hekerin mitgespielt haben, die ja auch im Trainingslager der ersten Mannschaft gewesen sind. Und man muss wirklich Hut ab Schalke 04 sagen, die Tickets für die Zuschauer am Schalke-Tag kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Respekt. Was ist dein Tipp? Regionalliga, Pflichtspiel, unser U23 Auftakt. Klares 3:0 für Schalke 04. Was sagst du? Ein saftiges 4:1. 4:1. Mein Tipp. 3:1. Los geht's, Männer. Jungs, euer Saisontipp. Klassenerhalt, ganz klar. Also ja, dann sage ich 7., 8. Platz. Ich würde auch so sagen, so 7., 8. Platz. Kommt gut hin. Ich sag 10., glaube ich so. Optimistisch, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Nee. Schöner Ball da. Fazit des Tages war eigentlich ganz gut, auch mit Unterzahl. Schön warm heute. Erstmal ein kühles Blondes jetzt. Feierabend. War ein super Spiel. Weiter so. Ja, geiler Kalli, Junge. Bei diesen Temperaturen und bei diesem Wetter. Geiles Spiel hier im Parkstadion. Und eins muss ich noch nachtragen: die Zuschauerzahl habe ich vergessen. Eine ganz wichtige Zahl: 1500 Zuschauer. Jetzt geht's nach Hause. Auf jeden Fall. Schöner Tag gewesen, oder? Das stimmt, war ein bisschen warm, hätte noch 5 Grad wärmer sein können, aber alles gut. Ja, U23 gewonnen, Auftaktspiel war schön. Schön, dass man da umsonst reingekommen ist. Fans haben schön Stimmung gemacht. Schiri war ein bisschen schlecht. Ansonsten, ja, schöner Tag. Torwart nichts getroffen, beide nicht. Leider nicht. Ne? Und ja, jetzt geht's zurück nach Aachen. So. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.